Die nächste offene Tasche haben wir hier. Diese offene Tasche ist aber eine Körperkante hinterlegt. Auch diese offene Tasche wird ähnlich programmiert. Ich wähle zunächst die Geometrie, klicke eine Körperkante an, die Richtung soll hier lang, und schließe das Ganze in diesem Falle mit Auto Konstant Z. Sie sehen, die Kette ist nun zunächst geschlossen. Wir haben eine normale Taschengeometrie ausgewählt. Um dieses nun wie bei dieser Tasche auch offen zu gestalten, haben wir die Möglichkeit, diese Kette im Nachhinein mit der rechten Maustaste zu markieren und Kanten für Öffnungen zu markieren einzustellen. Es geht mir dann dieses Fenster auf und ich habe hier die Möglichkeit, Kanten für die Öffnung anzuklicken. Entweder über die Einzelauswahl, das heißt, ich klicke sie direkt am Modell ab, oder aber, wenn diesen Ketten keine Körperkanten hinterlegt sind, muss ich dies mit der Funktion machen von zu Element. In Richtung des Pfeils wird der Anfangspunkt der offenen Tasche oder der Öffnung bis zum Endpunkt angeklickt und der Bereich soll nun offen sein. Die Kette wird abgespeichert. Ich füge ein Fräswerkzeug hinzu, in diesem Falle unseren Schafffräser Durchmesser 6. Unter Ebenen wähle ich die Taschentiefe direkt am Modell, eine Taschentiefe von 10, eine Zustellung von 3, lasse ich so stehen. Technologie, offene Tasche, wie Sie sehen, ist aktiv. Auf jeden Fall möchten wir bei der offenen Tasche anfahren von außen. Ich möchte meinetwegen direkt auf 0 bearbeiten, speichern, berechnen, simulieren und schauen wir uns die Werkzeugbahn an. Das Werkzeug kommt von außen, fährt von außen in die Tasche und koffert die Tasche von innen nach außen aus. Dadurch, dass wir diese Kante offen markiert haben, hat das Werkzeug die Möglichkeit, diese Kontur zu überfahren. Füge auch jetzt, wie im vorangegangenen Beispiel, die Strategie Profilstrategie hinzu. Speichern, berechnen, simulieren und Sie sehen, unsere Bearbeitung gleicht einem Profil mit Freiabstand. Sehr schnell und einfach mit der offenen Tasche haben Sie solche Geometrien mit SolidCAM Express bearbeitet. Auch diese offene Tasche ist mit SolidCAM Express sehr schnell bearbeitet. Ich füge einen neuen Taschenjob hinzu, wähle die Geometrie aus, indem ich die Körperkanten direkt am Modell abklicke. 1, 2, 3, 4, 5 Körperkanten. Bestätige das Ganze mit Übernehmen. Wir bekommen wiederum die Meldung, ob diese Kette geschlossen werden soll und offen sein soll. Ich bestätige das Ganze in diesem Falle mit OK. Bestätige die Kette. Füge ein Werkzeug hinzu, in diesem Falle ein Schafffräser Durchmesser 10. Klick die Taschentiefe an. 4,6. Machen wir das Ganze mit einem gleichmäßigen 2,3 Zustellung. Wir möchten zunächst schrubben an der Wand von 2/10, möchten danach schlichten und die offene Tasche soll Profilstrategie technisch bearbeiten. Und wir möchten noch ein tangentiales An- und Abfahren einstellen. Speichern, berechnen, simulieren und Sie sehen, die Tasche ist programmiert mit 1, 2 und einem Schlichtjob. Zwei Schrubbbahnen und einer Schlichtbahn. Zunächst wird geschrubbt das Innere, dann die äußere Bahn und danach wird das Ganze geschlichtet. An diesem Beispiel nun eine weitere Funktion der Jobs. Sie sehen hier eine Vielzahl von Taschen an diesem Bauteil.
Diese Taschen haben alle die gleiche Taschentiefe und können daher mit einem Taschenjob bearbeitet werden. Ich erstelle nun einen neuen Job mit dem Jobtyp Tasche. 0.1 ist gewählt und über Wählen Geometrie füge ich nun diesem Job die Taschengeometrie hinzu. Da wir hier eine sehr große Anzahl von Taschen haben, können wir hier sehr gut mit der Funktion Multikette hinzufügen arbeiten und haben unter Auswahlfilter, Filter für geschlossene Ketten, die Möglichkeit zunächst einmal auf Flächen umzustellen und dann beim Filter für geschlossene Ketten nur nach den inneren Ketten zu suchen. Klicke also äußere Ketten werde ich deaktivieren, stelle das Ganze nur auf innere Ketten, klicke diese Fläche an und automatisch werden mir alle inneren Ketten dieser Fläche ausgesucht. Ich bestätige das Ganze mit OK und alle Ketten werden dem Job hinzugefügt. 24 Stück. Sie sehen auch, nach den Nummern wird gleich bearbeitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, die Jobreihenfolge richtet sich sehr stark nach der CAD-integrierten Taschenerstellung. Okay, bestätigen wir das Ganze zunächst, fügen diesem Job ein Werkzeug hinzu. Werkzeug wählen. Ich möchte das Ganze mit einem herkömmlichen Schaftfräser Durchmesser 16 erledigen. Füge dieses Werkzeug dem Job hinzu. In der Registerkarte Ebenen sehen wir unsere Rückzugsebene, unseren Sicherheitsabstand. Unsere obere Jobebene liegt bei Z0 und unsere Taschentiefe wird direkt am Modell abgeklickt. Z-35, Z-35, Sie sehen, alle Taschen haben die gleiche Tiefe. Okay. Die Zustellung in diesem Falle sollen 5 mm betragen. In der Registerkarte Technologie nehmen wir unsere Standardeinstellung Kontur, beginnend von innen im Gleichlauf. Arbeiten mit der Standardüberlappung von 65% direkt auf 0. Eine An- und Eintauchen- und Rückfahroption sparen wir uns zunächst. Speichern, berechnen, simulieren. Schauen wir uns zunächst einmal die komplette Bearbeitung dieser Taschen an. Sie sehen, die Bearbeitung fängt oben links in der Ecke an, wandert dann nach rechts, fängt wiederum von rechts nach links an und geht teilweise von oben nach unten. Es werden zwar alle Taschen bearbeitet, aber die Jobreihenfolge könnte man noch optimieren. Hierfür habe ich in der Registerkarte Technologie erweitert noch eine weitere Option. Zunächst einmal wechseln wir in die Registerkarte Erweitert und haben hier zwei weitere Optionen. Letzte Zustellung und erweiterte Sortierung. Letzte Zustellung. Hier haben Sie die Möglichkeit, die letzte Zustellung zu verwenden. Diese Tasche hat eine relativ große Tiefe von 35 mm. Wir arbeiten mit einer gleichmäßigen Zustellung von 5 mm. Ich füge nun die Option Letzte Zustellung verwenden ein. Anzahl der Zustellungen sollen mal in diesem Falle 5 sein und die Zustellung an sich sollen 1 mm betragen. Okay. Speichern, berechnen, simulieren und schauen wir uns jetzt mal die Simulation eines Taschenjobs an. Sie sehen, die letzten 5 Zustellungen werden nun nur noch mit einer Z-Zustellung von 1 mm erstellt. Sie haben also mit dieser Option die Möglichkeit, tiefere Taschen in den unteren Z-Ebenen mit einer kleineren Z-Zustellung automatisch zu belegen.
Nun zum Punkt erweiterte Sortierung. Ich aktiviere die Sortierung. Sie sehen auch gleich ein Vorschaubild. Mit der erweiterten Sortierung haben Sie hier Parameter, um, sage ich mal, das Fräsbild anders einzustellen, wie es von der Software normalerweise erstellt wird. Sie haben hier diverse Vorschaubilder, von links nach rechts, dann diagonal, von links nach rechts und dann nach oben, von oben nach unten und teilweise diagonal. Ich möchte in diesem Falle die Zustellung komplett ändern. Ich möchte jetzt mal von oben rechts nach links arbeiten, dann runter und dann entgegengesetzt. Das heißt, ich wähle einfach dieses Bild an, klicke auf OK, speichern, berechnen, simulieren und achten wir jetzt einmal auf die Simulation. Die bearbeitet startet rechts, geht nach links rüber und ändert dann die Richtung selbstständig. Sie sehen also, mit der erweiterten Sortierung haben Sie Möglichkeiten, solche Taschen oder auch Bohrungen später einfach zu sortieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in den letzten Abschnitten den Taschenjob vom SolidCAM Express etwas näher erläutern.